Aber ich werde auch ein paar Games zocken, also sobald ich meine Grafikkarte wieder habe. Aber das ist eine andere Geschichte. Und ich habe noch was zu erzählen. Ich habe noch was Wichtiges zu erzählen. Das habe ich auch im Video angesprochen mit der Grafikkarte, was aber eine andere Geschichte ist. Kannst vielleicht gute PC-Teile empfehlen? Nein! Twitter-Follower wissen es. Oh, und Instagram-Follower wissen es auch. Ich habe mein Konto geplündert. Und ein Board habe ich... Oh mein Gott. Das war nicht zugeklebt. Das kam einfach so offen an. Hardware-Rad. Ja, also, wenn du Hardware-Tipps willst, geh auf hardware-rad.de und kopier irgendein Setup. War ich auch immer. Der Edding. Die Geschichte mit dem Edding. So, genau so sieht aktuell mein Setup aus. Leicht anders als in dem Video. Ihr seid ja alle so ein bisschen Hardware-affin, oder? Vor kurzem wurden die neuen Grafikkarten angekündigt. Die 3000er-Serie von Nvidia. 3000er steht es. Die wurden angekündigt. Ich, wie immer, nicht so ganz dahinter. So am Rande mitbekommen. Ah, okay. Die neue Gen war ein ziemlich ein guter Schritt nach vorne, so performance-technisch. Mal so die Seite angeguckt von Nvidia, so was alles Neues gibt. Ah, okay, cool, es gibt einen neuen Decoding-Chip für Videos. Wieso gibt es keinen Encoding-Chip? Dann da erstmal recherchiert, und zwar den AV1-Codec. Dann habe ich mir ein bisschen weiter gescrollt auf der Seite. Und was haben wir? Deep Learning Supers... das kann ich ja eigentlich auch mal zeigen. Da, das ist der Vergleich. Da habe ich mir dann gedacht... Ja, okay. Also, also so ein Upgrade? Ja, ich verkaufe einfach meine alte für 400 Euro, pack 400 Euro drauf und dann kaufe ich die neue. Kann man ja machen, oder? Also bei... Dieser Vergleich, also wirklich genau der. Der hat es bei mir getriggert, ja? Da bin ich auf TS gegangen, Connected, zu meinen Hardware-Gurus. Und ja, dann habe ich die 2080, die man in dem Video gesehen hat, auf eBay verkauft. Oh, shit. Aber keiner will den Preis zahlen. Okay. Okay, dann ist sie für 300 Euro ist sie weggegangen. Es war ja keine TI und auch keine Super. Es war eine normale. Normale 2080. Okay, jetzt kommen wir nämlich zum Ding mit dem Edding. Dann habe ich übergangsweise diese kleine Grafikkarte eingebaut von meiner Schwester, die ich auch gekauft habe. Also jetzt, keine Sorge, der ihren ganzen PC habe ich bezahlt. Und wofür? Dafür, dass... wir dreimal Overwatch miteinander spielen. Ah, ich habe auch mal Overwatch mit ihr gestreamt. Genau, wo ich als Battle Mercy gespielt habe. Habe ich eingebaut und dann dachte ich mir, ja, komm, jetzt nicht wieder mit den scheiß Schnüren da rummachen. Und vor allem ist das Grillgitter ja schon in dem Schrank drinnen. Und da oben ist ja nur so, ja, so viel Platz. Also da jetzt einen Knoten noch dazu machen, Da habe ich einfach den Edding da runtergeklemmt, damit die Grafikkarte nicht durchhängt. Und zufälligerweise hat der Abstand genau gepasst. Gut, dann hatte ich jetzt die Grafikkarte und dachte mir so, ja, okay, in 2 Wochen kaufe ich die neue Grafikkarte. Dann passt das wieder. Dann kann meine Schwester ihren PC auch wieder nutzen. Ja, aber... irgendwie... nö! Die sind instant ausverkauft. Ich war natürlich nicht dahinter, so wie F5-Camper. Dann war ich jetzt einen Monat mindestens mit der alten Grafikkarte. Mit dieser... genau, ich habe gar nicht gesagt, was das für eine ist. Das ist eine 1050. Und holy shit, ist die kacke. Also ich meine, Overwatch funktioniert, Minecraft funktioniert, alles super. Ich meine, ich stream damit, die ist jetzt immer noch eingebaut. Weil die baue ich ja erst vor Kamera in einem Video ein, ne? Dann hat mir Tobi zum Glück so einen Discord besorgt. So einen Discord-Server, auf dem man immer einen Ping bekommt, wenn irgendwo auf der Welt neue Grafikkarten gedroppt werden. Gedroppt? Das sagt man bei Supreme. Yeah, die neueste Fashion, nur jetzt. Kaufen, bevor sie in 3 Minuten ausverkauft ist. Insgesamt habe ich 3 Grafikkarten bestellt. Also einzeln. Nein, okay, einmal habe ich 2 bestellt, weil ich mir dachte, ich kann das große Geld auf eBay machen. Nö. Gleich bei den ersten beiden habe ich bei Konrad bestellt. Aber das war nicht konrad.de, das war konrad.ed. Und die verschicken natürlich auch nur nach Österreich und haben meine Bestellung storniert. Nach 2 Tagen erst das Geld zurück. Dann habe ich irgendwann auf Amazon bestellt. Und Amazon ist ja richtig gut drauf. Die sagen einfach, ja, das Paket kommt in der Woche. Und dann in der Woche kommt es nicht. Und dann sagen die, oh ja, wir schreiben dir, wenn wir Neuigkeiten wissen. Wurde das jetzt verschickt? Hallo? Habt ihr das überhaupt auf Lager? Sagen die nicht. Muss ich den Support kontaktieren? Und zum Glück war der Support so kompetent und so nett und hat mir das einfach gesagt. Jo, nö, wir warten noch auf die Lieferung vom Großhändler. Super, danke. Aber erstmal schön mir nicht Bescheid geben. Ich würde es genauso machen, wenn ich nicht will, dass die Kunden bei der Konkurrenz kaufen oder so, ja? Ich würde es genauso machen. Ich brauche jetzt endlich eine neue Karte. Leute, Videoschneiden bei mir ist richtig scheiße mit der 1050. Deswegen das nächste Video. Ja, genau, ich kann. Leute, das nächste Video. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid, ne?
Könnt ihr jetzt eins und eins zusammenrechnen? Ich habe neue Hardware. Und ich habe diese ganze Tastatur hier. Ich habe alle Hardware-Teile vorhin gezeigt, die ich gekauft habe. Und ich glaube, ein Gehäuse war da ja nicht dabei. Und sowas bei jemandem, der eine unendliche Tastaturquelle hat. Dann hatte ich das Geld wieder, aber noch immer keine Grafikkarte. Und dann hat mich Tobi gefragt, yo, er hat zwei. Nun, dass Tobi seine alte nicht instant verkauft hatte, zu dem im Nachhinein schlechtmöglichsten Zeitpunkt, ja? Das gammelte Mietwitz. Bestellen Pizza. Oh shit! 4,99 €. Quadfornation! Er sieht eigentlich anders aus. Er synchronisiert das nur live. Genau, der eigentliche Sammy ist da hinten. Sag mal hi, Sammy. Er will nicht, okay. Er synchronisiert mich nur. Eigentlich bin ich ein teuer bezahlter Schauspieler. Und das ist der Grund, wieso Sammy so wenig Geld hat. Und vorgibt, arbeitslos zu sein. Okay, ja, Tobi hat mir angeboten, dass er mir eine von seinen beiden Grafikkarten schickt. Für 900 €. Der einkalkulierte Preis von mir war ja eigentlich 700 €, weil das stand auf der Nvidia-Seite. Habe ich erstmal abgelehnt, weil eigentlich wollte ich ja nur 700 € ausgeben und dann die Grafikkarte. Bei der Situation, dass die nicht so verfügbar sind, okay, 800 gehen schon, aber 900, Ja, dann habe ich noch ein, zwei Tage versucht, eine zu kriegen, selber zu kaufen. Ja, genau, stimmt. Tobi hat sie zum Einkaufspreis auch verkauft, der Ehrenmann. Er hat keinen Profit rausgeschlagen. Was Palit für einen Grafikkartenhersteller, habe ich auch noch nie gehört. Aber ich meine, Hersteller, wenn du dir den Hersteller auch noch aussuchen willst, keine Chance. Dann habe ich noch 3 Tage halt, habe ich versucht, eine zu ergattern. Ich hatte dann einfach keinen Bock mehr auf meine 1050. Und im Nachhinein muss ich sagen, es war dumm. Es war dumm, meine zu verkaufen, wo ich arbeitslos bin. Ich habe mich verführen lassen. Ich bin ein Marketingopfer gewesen, ja? Ich habe mich verführen lassen von Deep Learning Super Sampling 2.0. Irgendwann später habe ich dann herausgefunden, dass für DLSS 2.0 gar kein Upgrade nötig gewesen wäre, weil meine alte Grafikkarte das auch noch unterstützt hätte. Schenk sie mir. Ey, Alter, unter meinen Videos, Alter, unter den Hardware-Videos, immer die Leute am Kommentieren. Schmeiß doch deine Hardware nicht in den Müll. Schenk sie mir. Hast du mal die Seite von deiner Grafikkarte gesehen? Ach so, die ich gekauft habe jetzt. Okay, wir sollen uns die Seite angucken. Yo! Was ist das denn für ein Hersteller? Dass die Grafikkarte auch wirklich ankam und das kein Scam ist. With the new ray tracing and other cores, you can enjoy a huge leap in your gaming performance. Haben die etwa RTX Voice im Einsatz? Aluminum alloy armor plates. Made with die casting, the plates are specially milled and can directly attack to all. Ja, das ist eigentlich voll das normale, gute, durchschnittliche Business-Video. Aber die Stimme halt! Hä? Hast du nicht eine 3080? Hier stehen schon, aber noch nicht eingebaut. Ja, ich hätte sie einbauen können, ja. Aber Twitter hat anders entschieden. Weise, so wie ich auch entschieden hätte, ja. Und zwar, dass ich sie erst im nächsten Video vor Kamera einbauen werde. Aktiviert jetzt die Glocke, damit ihr das nächste Video dann nicht verpasst. Und folgt mir auf Twitter, damit ihr bei solchen coolen Abstimmungen mitwirken könnt. Noch danke an alle Kanalmitglieder und besonders Animo für den krassen Support. Ja, und das nächste Video ist dann wieder ein richtiges Video und kein Livestream-Highlight.